Heute erfahrt ihr Interessantes zu meiner neuen Doku 365 Tage E-Bike. Ja, auf dieser Doku nehme ich euch mit auf meiner 365-tägigen Reise mit dem E-Bike. Erlebt mit mir die Vor- und Nachteile des E-Bike-Fahrens und entdecke einige der besten Routen und Touren in und um Berlin. Ja, wenn du dir überlegst, ein E-Bike anzuschaffen oder einfach nur neugierig bist, dann darfst du diese Doku nicht verpassen. In meiner Doku werdet ihr mich begleiten zum alltäglichen Gebrauch meines E-Bikes. Aber wir werden auch gemeinsam besondere Orte in und um Berlin erkunden. Und ja, wie eben schon angekündigt, möchte ich ja in meiner neuen Doku euch auch besondere Plätze in Berlin zeigen und vorstellen. Und damit fange ich jetzt auch heute mal an. Und zwar mit diesem besonderen Platz hier am Biesdorfer Schloss. Das ist nämlich ein Geheimtipp für alle, die nach Berlin kommen oder auch Berliner selber, die es noch nicht kennen. Kann ich die Empfehlung geben, hier zum Schloss Biesdorf zu kommen. Hier gibt es einen schönen Park. Hier gibt es, wie gesagt, eine Veranstaltungsbühne, die im Sommer Konzerte bietet. Alles Weitere zum Schloss Biesdorf Park zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Alle die, die jetzt auch hier hin wollen, aber dann weniger mit dem E-Bike, sondern mit dem Auto. Oder es gibt auch natürlich die Möglichkeit, hier hinzufahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Bahnhof der S-Bahn Biesdorf ist ganz in der Nähe. Ja, und solltet ihr mal eine Panne haben, könnt ihr euch hier ganz in der Nähe vom Schloss Biesdorf bei Fahrradkaule helfen lassen. Des Weiteren gibt es hier einige kleine Geschäfte, Friseur und sogar ein indisches Restaurant. Ja, von hier aus kommt man auch schnell zu den Gärten der Welt. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich mir jetzt gerade was beim Asiaten geholt und ja, so sieht's aus hier. Yummy, yummy. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet hoffentlich auch hier neue Ideen finden für eure Berlin-Touren. Und dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen.
Und wenn ihr noch keinen Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Abenteuer mit E-Bike Tom zu verpassen. Es grüßt euch euer Tom. Bis dann. Ciao.